Das ist das Spital. Das scheint das Spital zu sein, ja. Oh, das Spital ist ziemlich runtergekommen. Oh, da sind welche. Da liegt auf jeden Fall noch so eine Schwester rum. Geh da einfach direkt hin. Knochensäge. Hallo. Moin. Sieht mal aus wie ein seriöser Arzt. Da würde ich mich aber auch gerne mal operieren lassen. Ja? Hm? Pray, Sister, show us the extent of your beneficence. Litz. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Not a supplement. Vielleicht kann der mir was beibringen. Sick? Quite, but on the cusp of a cure. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. See? Geheilt. Light of eyes, but the cancer that causes one to witness the laceration of being. Ja, gut, wenn er es so sagt. Light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness absence. But you. Look how the succor of Shah eludes you. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Let us kill you. Hm. Mutig. Oh. War ganz knapp. The sister's blades are bloodied and dull. Only the most measured hand could make a clean incision. Their incisions are, as yet, still streaked with imprecision. That much I must concede. How to steady their hands, I wonder. Na, vielleicht sollten die dann wieder anwesend sein. Was auch. Ach du Scheiße. Brauchst du 13. Ja. Genau dann würfelt man es nämlich nicht. Nee. Will ich nochmal würfeln? Nein. Egal. Then I dub thee, Master. Ich bin Meister der Heilung. What say you to the master? Yay! Sisters. The scalpel soothes, come sing its song. We would hear your melody of mercy. Zum Transformer. Bitte jetzt zum Auto. Ja. Vielleicht auch ein Decepticon. Kann ich einfach an. Ich würde jetzt so gern anfangen. Feuerball rein. Alle tun. Ey, sie ist doch der Meister. Greif doch sie an. Wo ist Schattenherz eigentlich schon wieder? Ach, die steht da oben, hinten rum, hinten oben. Sicherlich. Hinten oben, hinten rum. Alter, der hat 276 Leben. Ja, macht nichts. Nicht. Nee. Wenn wir mit dem fertig sind, hat er null. Denk dran, der verstörte Patient liegt da auch noch. Der ist tot.
Ach nee, der wird noch operiert, okay. Ich weiß nicht, ob wir den retten können, da bin ich ganz ehrlich. Wir probieren es. Ja, aber dann dauert es aber lange. Dann kann ich ja meine stärksten Zauber gar nicht einsetzen. Sind alle deine stärksten Zauber, dass du hier alles im Umkreis umbringst? Ja. Na, Feuerball und Blitz, das... Ja. Ich habe auch einen nicht ganz so starken Zauber. Alter, was machen die denn? Ich weiß es nicht. Komische Sachen. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal die ganzen Schwestern loswerden. Ja. Ja, so nicht. So, wir haben ein Healing. Eigentlich wir alle. Okay, ich kann nur die beiden treffen. Ohne den Patienten? Ja. Wow. Knapp. Naja. Aber gut. Das ist immer eine knappe Geschichte. Knappes Ding. Die Musik ist cool. Mhm. Sind das Untote? Wo siehst du das eigentlich immer? Wenn du über die drüber gehst und T drückst, öffnet sich deren Kontextmenü. Da gucke ich mir auch mal die Buffs und sowas an. Okay, wenn die untot sind, dann kann ich vielleicht welche vertreiben. Außer die sind zu stark. Dann hauen die nur ab und sind nicht tot. Mal gucken. Was passiert mit dem Patienten, wenn ich den verstrecke? Eigentlich ja nichts. Wenn du den triffst, ist er tot. Ja, aber ich habe ja einen Zauber, da würde der theoretisch verängstigt werden. Achso, das macht der Schaden? Nee. Dann nichts, dann bleibt er einfach liegen. Denke ich. Aber da würde Astarion auch abhauen. Schön. Der lebt aber noch, ne? Der Patient? Ja. Ja. Okay. Ein Stufe 1 Mensch. Hat er jetzt einfach noch einen beschworen? Nee. Nee, der hat die gebufft. Okay, ich muss jetzt mit Schattenherz versuchen. Kann ich das? Ja, Untote vertreiben. Du sagst, die sind untot. Ja. Habe ich der immer ein Damage gemacht. Immerhin das. Vertrieben. Ja, wenn die nicht ganz so stark sind, kannst du die, glaube ich, auch direkt töten. Kann ich mit hier noch ein bisschen aus dem Weg? Ja. Hm. Warum ist sie nicht dran? Was habe ich denn das? Nee, die ist verwirrt. Same. Oh nee. Ach, jetzt habe ich Ach, dumm. Scheiße, ich kann nicht angreifen mit ihr. Ah, wenn du schlägst, dann wird... Ah, jetzt. Dann wird vertrieben auch weg, oder? Ja. Oh. Ja, aber die hauen eigentlich ab. Achso. Ist ein guter Zauber, wenn du die tötest. Ja. Okay, dann treffe ich alle. Das ist irgendwie doof. Oder du machst Schwester Hanna, dann wäre ich direkt dran. Wenn du sie töten kannst. Dann versuchen die mit Blitz zu töten, ja. Schade, aber... Aber ich habe jetzt hier ganz viel Schaden gemacht. Aber war nicht wenig Damage. Also der Typ würde mich angreifen. Kannst du irgendwie... Nee, Astarion ist nicht dran. Versuchen, den zu lähmen oder so? Zu lähmen? Ja, dass er nichts machen kann. Oder verängstigen, dann ist Astarion auch weg. Ne? Bleibt der liegen? Ja. Weiß ich nicht. Ich hätte noch einen Angriff theoretisch frei. Na gut. Aber dann ist halt der Liegeneffekt auf jeden Fall weg.
Ja gut, er bleibt eine Runde liegen. Also eigentlich dürfte er seinen Angriff jetzt auch nicht machen können, ne? Ja, dann höre ich jetzt auf, ne? Ja. Okay, hä? Dann verstehe ich das nicht. Eine Runde ist eine Runde. Ja, das war vorhin, glaube ich, auch schon einmal so. Das ist aber nicht eine Runde gewesen. Nee, dass sie dann einfach direkt wieder aufgestanden sind. Total dumm. Okay, kannst du die mit Schatten jetzt aufheben? Ja, ja. Ach, Astarion, du bist wirklich, also, nee. Also ich kann, gegen wen mache ich jetzt Schaden? Ihn oder die komische Schwester Hannah? Ja, Hanna? Wie viel Damage würdest du denn machen? Ja, maximal 24. Ja, ich glaube, wenn du so, mach gegen ihn. Ah, warte mal, nee. Zauber ist scheiße, dann sind maximal. Also wenn du sie tötest, dann wäre ich mit meinem auf jeden Fall. Also mein Maximum sind 35% Trefferchance. Boah. Nicht so viel. Also bei Hannah. Nice. Okay. Mit ihr kann ich eine Heilung. Ja. Bin ich auch weg? Nee. Trifft der mich. Also ich bin ja jetzt gleich direkt dran, ne? Ich darf nur mich nicht angreifen, dann kann ich danach nochmal einen Blitz machen. Danach ist ja egal. Ne, jetzt kann ich keinen Blitz mehr machen. Achso. Er belebt die wieder? Ihr wird liegen geblieben, verdammt. Ey, ich habe nur eine 20%ige Chance, den zu treffen. Mit Zaubern. Nicht so viel. Oder ich mache AOE-Schaden, treffe dich aber. Wie viel? Maximal, also 7 bis 17 Schaden. Ja, mach. Zur Not haust du mich. Ja. Na gut, war jetzt nicht sehr viel. Okay, was mache ich mit ihr? Ja, am besten das. Ich finde, diese Sachen machen immer übelst wenig Schaden. Ich habe jetzt den Minimum Schaden gemacht, den man machen kann. Also der ist gegen Feuer übrigens mehr oder weniger immun. Hätte ich mal Eis gemacht, wa? Ich mach dir überhaupt keinen Damage. Ich glaube, der hat einfach auch eine hohe Verteidigung, ne? Es geht, 16, nee, 18, oder? Schon viel. Das ist schon viel. Boah, ich hab den 20 Schaden damit gemacht, krass. Ich wünschte, so kritischer Fehlschlag würde den halt irgendwie dann schaden. Ja. Astarion ist eigentlich nur hier, um die ganzen Wiederbeleben zu töten. Was macht Beharrlichkeit? Ja, die haben auch alle so komische Zauber bei dir. Beharrlichkeit. Scheitert einer deiner Angriffe, bewirkst du dennoch einen Wuchtschaden. Da haben wir nichts von gesehen. Der ist vor dem Schlag schon ausgewichen, ne? Wurde ich ja nicht. Naja. Cheater, ey. Naja, jetzt heilt er eh wieder jemanden. Ja, Asterion steht bereit. Aber eigentlich auch gar nicht so scheiße. Man kann halt immer nur einen Angriff machen und mehr nicht. Solange Asterion die immer direkt töten kann, ist alles gut. Mach ich das jetzt auf dem Boden? Ja, das ist scheiße. Machen wir Schall.
Wow. Dem was gegeben. Ah. Nicht krass. Malusturm. Oh, da haben wir doch schon mal was drüber gehört. Ja, ja, deshalb sind wir. Hä? Ich dachte aber, das wäre, der wäre im Turm. Wow. Ich hätte gedacht, der wäre im Turm dann drin. Na gut. Aber ist okay, er belebt ihn. Ja, nee, so super. Also wenn das so weitergeht, ist okay. Aua. That hurts. Unser Masterplan hat versagt. Scheiße, keine Rolle mehr. Egal. Hat sie die? Kannst du die noch schicken? Sie hat keine. Hast du die nicht vorhin ihr geschickt? Nee, ich habe sie dir wieder geschickt. Wo sind die? Achso, warte, bist du dran noch? Ja, ja. Hier, ich habe dir die geschickt. Da steht sie wieder. Mit einem Leben. Mit sechs. Mit sechs Leben. Tschüss. Aber das ist nicht verkehrt, weil dann kann ich jetzt gleich mal einen anderen Zauber einsetzen. Mhm. Das ist eine andere Attacke. Nein, nein, es wird ihm. Wir haben noch zwei Leben. Knapp. 88 hat er nur noch. Da kriegen wir hin. 86. Ich finde das voll dumm. Da steht eine Runde, ist er liegend, aber er kann einfach wieder aufstehen. Boah, das hat aber ordentlich Damage gemacht. Alter, er macht ja übertrieben viel Damage, wenn er zuschlägt. Ja, ich würde gerne Astarion mal für ihn nutzen, aber... Okay, gemacht. Falls die jetzt nochmal sterben sollte. Ah, oh, nicht schlecht. Kommt die wieder zurück mit 3 bis 12 Leben. Im Grunde muss ich nur diesen psionischen Schlag machen. Macht am meisten Schaden. So, jetzt muss er erstmal wieder ran. Doch, nochmal. Es ist so bitter, weil ich kann mit Astarion immer nur diese Kackviecher angreifen. Ach, da war der eine Buchschaden. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Wahre. Sehr gut. Ach, das ist doch scheiße. Beide auch. Oh, Schaden. Der ist jetzt nochmal dran. Ne? Ja. Alter, der hat mich gewone-hittet. Ja. Ich ihn auch. Oh, nice. Das nenne ich mal Timing. Was ist das für eine Waffe, ey? Nix. Das Amulett ist auch nicht schlecht. Ja, wollen wir was? Das wäre eher was für... Astarion, ne? Ach, ich muss rest. Sunset can't come quickly. Achso. Was ist denn mit dem Typen?
Er lebt noch, mit dem kann man reden. Also, oder, naja, reden. Mehr oder weniger. Ja. Das Wetter ist nicht so geil, hast du recht. Wie lange geht das? Okay, der haut einfach ab. Bruder, warte, dir geht's nicht gut. Ein Danke wäre nett. Bleib doch stehen. Wo rennt ihr denn hin? Weg. Ja, gut. War nett. Wir wollen die Rennwelt. Nee, jetzt sind wir wieder da. Da ist er wieder. Hört doch mal, hallo. Ist er weg. Okay. Den sehen wir bestimmt wieder. Wie lustig, ey. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ein Buch. Warum packe ich das ein? Wenn du Giftschaden bewirkst, müssen Ziele einen Konstitutionsfluss bestehen, sonst sind die vergiftet. Cool. Hier ist eine verschlossene Tür. Doch nicht. Hast du gespeichert? Ja. Okay. Gut. Also ich habe auf jeden Fall die Laute gefunden, um den einen Typen zu wecken. Welchen Typen? Oh, Moment, was hast du getan? Ich weiß nicht, wo bin ich? Ich bin hier auf dem... Warum bin ich auf dem Dach? Naja, da war doch der Typ in der Taverne, der da geschlafen hat. Ach so, ach der, ja, okay, cool. Und dafür brauchen wir seine Laute um ihn. Ja. Ja. Die habe ich. Ach, da ist ein... Warte mal, da oben ist jetzt, wäre noch mehr teuflisches Eisen. Sollen wir aber vielleicht einmal ganz kurz Rast machen. Rasten? Ja, warte, ich will kurz. Ich habe hier einen Erdhaufen. Das ist eine Kiste. Heiltrank und Gold. Nein. Oh. Hä? Warum? Ich gehe den gleichen Weg. Ja, ja. Nee, du bist einen anderen Weg gegangen. Ich habe bei dir drauf geklickt. Through the dark he went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which he himself. Also das Gespräch hatte ich auch. Das Gespräch hatte ich mit ihm auch. Und dann habe ich nicht weitergemacht. Until it was perfect. I've grown quite fond of you, you know, in my way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Oh, we both know they are soon to be revealed. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were, prepare you for your role. There is a stage down in the dark upon which a great drama has suspended itself in drama, time. Baby. Its actors dwell there still, mired in the languor of their long-tired scenes. If you, however, through the dark, go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Willst du mal speichern? Eine 10, ja. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. Nochmal. This creature and I go back a long way. I admit it would be in my best interest as well should it remain trapped in the dark. Or
this place its head, perhaps? I should not relish its reacquaintance. Let's leave it at that. Das will ich nehmen. Was willst du nehmen? Das zweite. Ja. Listen here, Pipsqueak. Do not underestimate. Ich glaube, es hat ihm nicht gefallen. At best you will have the blink of an eye to strike. Strike first, strike true, defy the odds, for they are distinctly in its favor. That much I owe the bastard to concede. And don't think I've forgotten your tale, Astarion. When the beast is dead, I'll consider that payment enough to translate those scars of yours. A fairer deal than I expected. You wound me, Spawn. I always deal fairly. And will close this particular deal soon enough. Vanquish the beast and all will be revealed. Mm-hmm. Okay. Aha, aha, aha. Was auch immer das zu bedeuten hatte. Bestimmt ganz mystische Dinger.